Ja, dann machen wir mal heute ein kleines bisschen Mathe. Und zwar, es kam in den Nachrichten, 1 Million Corona-Tote zu beklagen, sagte die UNO, glaube ich. Ist das viel? Das ist die große Frage. Und ja, um das rauszubekommen, kann man sich der Mathematik bedienen. Und das geht ganz einfach. Ich zeige euch das mal, wie einfach das geht. Ich habe, Moment, mal schnell ein paar Brüche vorbereitet. Ja, ich weiß, Bruchrechnung ist aber einfach. Ich werde hier oben mal einen Link anfügen. Könnt ihr mal mit dem Handy, mit dem Finger drauf gehen. Da erscheint so ein i, wenn es nicht seht, mit dem Finger drauf gehen, auf das i klicken. Da geht es zu Bruchrechnung, Prozentrechnung und solchen Sachen. Brüche vergleichen. Ach je. Gucken wir uns nochmal an, was ein Bruch heißt. 7 Achtel heißt 7 durch 8. Oder man kann auch sagen 7 von 8. Genauso 22 von 25. Ja, wenn ich mir die Brüche hier alle schnappe und die vergleichen will, dann habe ich das mit der Hand noch relativ leicht bei 7 Achtel, machen wir das mal. 7 Achtel und 8 Neuntel. Nehmen wir mal die beiden Brüche heraus und vergleichen die und fragen, ob der eine größer oder vielleicht gleich ist dem anderen und so weiter. Da gab es einen ganz einfachen Trick. Man sagte, wir bringen die beide auf den gleichen Nenner. Das heißt, ich nehme einfach 8 mal 9, also nehme ich hier eine 9. Ne? Und damit das wirklich ein echtes Erweitern ist, damit sich der Bruch als Wert nicht verändert, nehme ich oben und unten mal der gleichen Zahl. Und hier nehme ich dann mal 8 und das auch. Und jetzt kann ich das wie beim Kürzen machen. Ich streiche einfach weg. 8 mal 9 ist 72. Habe gleich die Kontrolle. 9 mal 8 ist auch 72. Das 1 mal 1, das kann man normalerweise auswendig und zwar ganz schnell. Wie das geht, hier nochmal auf den Link hier oben rechts achten. Und jetzt 7 mal 9 ist 63 und 8 mal 8 ist 64. Und jetzt sieht man, wenn ich das mal sauber hinschreibe, Mathe ist Schreiben. Schreibt es hin. Was man hinschreibt, das kann man sehen. Und ja, was man sehen kann, damit kann man auch rechnen. So, und jetzt wird es ganz klar. 63, beide haben den gleichen Nenner. 63 ist weniger als 64, also ist das klar. Ja, bis dahin ganz schön. Aber jetzt hier versuchen, gleiche Nenner rauszufinden, das wird ein bisschen verrückt, also machen wir das mal einfacher. Wir bedienen uns des Taschenrechners und sagen einfach, wir vergleichen mal Kommazahlen. Und zwar, wenn man das jetzt hier eingibt, ich werde jetzt mal eine kurze Pause machen, ich werde jetzt den Rechner mal schnappen, aber die ganze Tipperei, die erspare ich euch. Ich schreibe mal hin, was dabei rauskommt. Ich tippe also hier ein, das zeige ich noch. 2, 6, 1, 0, 0 und hier unten 3 und das sind eine 4 Nullen geteilt durch 3, 1, 2, 3, 4 Nullen. Da kommt raus 0,78. So, und das andere mache ich jetzt und mache kurz Pause und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe die Werte mal als Kommazahl hingeschrieben. Und siehst du, jetzt kann man sie schön vergleichen. Jetzt sieht man, das ist 0,87, 0,875, 0,88, 0,89. Und Achtung, die letzte Zahl, ich zeige es nochmal, die hat der Rechner so angegeben. Und man weiß das, wenn man durch 9 teilt, kommen meistens periodische Brüche raus. Demzufolge muss dieser Bruch hier, der hier, der muss noch davor, denn das ist knapp an 0,89. Nicht einfach kurz runden und dann sagen, ja, die sind gleich. Okay. Was haben wir jetzt gekonnt? Jetzt könnte man noch Folgendes sagen. Wenn ich hier Kommazahlen habe, dann kann ich die noch relativ gut vergleichen. Aber da hat man die Prozentrechnung erfunden. Und zwar, wenn ich zum Beispiel, machen wir mal in Blau weiter, wenn ich zum Beispiel sage, 3 Hundertstel, dann heißt das nichts anderes als 3 von 100. Also daher kommt auch das Wort Prozent. Pro Cent. Ne? Also 3 von 100, das sind dann 3 pro Cent. Das ist so ein altes Zeichen, das hat jetzt nichts mit Nullen zu tun oder. Man kann sich es aber so merken: eine Null und noch eine Null, das sind die beiden Nullen von der Hundertstel. Das ist eine Eselsbrücke, so wie meinetwegen 4 Promille. Wird dann so geschrieben, da müsste ich dann schreiben, das sind 4 pro Mille. Mille ist Millionen, steckt das drin? Mille, gib mir mal eine Mille, gib mir mal ein Tausender und so weiter. Ne? Okay, gut. Und damit, mit dieser Schreibweise hier, hat man eine schöne Vergleichsmöglichkeit. Man muss allerdings alles auf Hundertstel bringen. Wie man Kommazahlen in Prozentzahlen umwandelt, werde ich hier nochmal einen Link anfügen für die, die es vergessen haben und das gerne nochmal sehen wollen. Heißt also, wenn ich einen gleichen Nenner, nämlich Hundertstel,
habe, dann habe ich Prozente. Und Prozentzahlen kann man gut vergleichen. Und jetzt mal zu diesen Daten, die uns heute Morgen durch die Nachrichten entgegenschrien. Und zwar, auf der Welt leben 7 Milliarden Menschen. Und wenn eine Million gestorben ist in einem halben Jahr, dann sage ich ganz glatt, dann müssten es in einem ganzen Jahr 2 Millionen sein. Ich sage also, 2 Millionen von 7 Milliarden sind gestorben. Oder jetzt normale Sterblichkeit, 55 Millionen von diesen 7 Milliarden sterben auch. Um das jetzt alles ins Verhältnis setzen zu können, für Deutschland sind es 9.000 noch was, hochgerechnet. Und wir müssten ja aus diesen 9.000 noch was machen, weil unsere gute Kanzlerin das so gesagt hat, 19.000. Denn sie befürchtet ja, dass 19.000 sterben werden. Normalerweise sterben von 800 bis 900 noch was 1.000 Leute im Jahr. Das ist also auch Deutschland hier. Ja, diese Zeile ist Deutschland, das ist die Welt. Ja, aber wie kann man das vergleichen? Jetzt erstmal eine ganz einfache Sache. Man schreibt das wirklich so hin und bedient sich eines Tricks, damit man nicht so viele Nullen im Taschenrechner eingeben muss. Man kann noch sagen, ich darf doch, erinnert euch mal an die Division, paarweise die Nullen wegstreichen. Ne? So. Und jetzt habe ich hier nochmal drei Nullen und hier drei Nullen, dann kann ich das gleich auf einen Rutsch machen. Ich hätte es auch gleich so machen können. Ne? Jetzt heißt die Zahl ja 2 durch 7.000 oder 2 7.000stel oder 2 von 7.000. Genau das gleiche machen wir mal hier. Und jetzt haben wir hier eine Zahl, die heißt dann 55 7.000stel. Das ist doch wesentlich übersichtlicher. Denn wie gesagt, durch das Hinschreiben kann ich sagen, okay, jetzt kann ich gut eintippen. Machen wir das gleiche hier noch. Wir streichen mal hier die Nullen weg und haben also 19 83 Tausendstel. Hier wieder weggestrichen die Nullen. Hier, Achtung, hier kann ich nur 2 wegstreichen. Ich mache das mal senkrecht. Dann habe ich hier 9 830stel. Ja, jetzt bin ich wieder bei dem Thema Brüche. Und jetzt sage ich, bevor ich jetzt hier versuche, alles auf Hundertstel zu bringen, nehme ich einen Taschenrechner und rechne das um. Und jetzt mal ein Vorschlag, einfach bloß ein Vorschlag. Ihr könnt dann auch gleich weiterlaufen lassen. Ich mache jetzt mal eine Pause und ihr schreibt euch diesen Kram mal selber auf, tippt mal hin und dann machen wir mal Zahlen draus. Ich melde mich dann wieder, wenn ich fertig bin. Na, ich hab's raus. Vielleicht habt ihr es auch raus. Vielleicht habt ihr auch einfach gesagt, ich guck mal, was der Köhler so alles gemacht hat. Ich habe also die 2 7.000stel. Einfach so gerechnet, indem ich in den Taschenrechner eingetippt habe, 2 durch 7.000. Und jetzt gucken wir uns mal dieses bisschen hässliche Ergebnis an. Hier steht 2,857 und so weiter. Und dann steht e minus 4, das heißt mal 10 hoch minus 4. Wenn man sich das mal richtig hinschreibt, dann steht, also ich habe es ein bisschen also glatt gerundet, 2,86 mal 10 hoch minus 4. 10 hoch minus 4 heißt, ich habe unten eine Zehntausendstel Zahl. Und jetzt habe ich gesagt, okay, durch Kommaverschiebung, damit ich auf Hundertstel komme, habe ich einfach gesagt, hier zwei Nullen praktisch weggestrichen, hier die hier, die fehlen jetzt, habe das Komma hier hingesetzt, musste allerdings hier oben auch mal 100 nehmen, das heißt um 2 Stellen nach vorne gehen. Wenn ich das, jetzt brauchte ich nicht weiter zu tippen, jetzt habe ich praktisch durch Umwandeln 0,029 Hundertstel. Hier unten steht jetzt nur noch eine 100 und hier oben steht 0,02. 86 habe ich zu 9 gemacht. 0,029 Hundertstel. Das gleiche hier. Hier hat es der Taschenrechner relativ schnell ausgespuckt. Und hier auch. Und hier auch. Und jetzt, Achtung, jetzt kann ich hier schon vergleichen. Aber ich darf jetzt nicht hier vergleichen. Gucken wir uns das mal an. Also, auf der Welt haben wir Corona-Todesfälle von 0,029%. Das ist nicht viel, weiß ich, aber. Gucken wir mal nach Deutschland, das sind 0,023%, also ein bisschen besser sozusagen, obwohl es immer traurig ist. Also das kann man direkt vergleichen. Man kann auch vergleichen, indem man sagt, wie ist denn die normale Sterblichkeitsrate und die ist in Deutschland wesentlich besser. Aber Achtung, nicht, dass man denkt, hier stirbt nur jeder Siebte ungefähr. Das wäre jetzt ein bisschen verrückt. Also solche Dinge kann man vergleichen. Ich kann jetzt aber nicht einfach sagen, ich vergleiche mal die beiden Zahlen oder die beiden Zahlen quer miteinander.
Gucken wir mal an, wenn ich mir diese 2/7000 oder diese Zahlen alle nochmal sauber hinschreibe. Ne? Sauber hinschreiben bringt was. Man kann leichter lesen. 2/7000, anders gerechnet, wenn ich die quer vergleichen will, dann sage ich hier, die 2 nehme ich hier hin und die 55 nehme ich hier hin. Dann habe ich 0,036. Das sind 3,6% für die Welt. Denn jetzt kann ich sagen, 3,6% sind nämlich die 2 von den 55, die an Corona gestorben sind. Und jetzt kann ich auch sagen, für Deutschland gilt, von diesen 900 sind 19 gestorben an Covid, angeblich. Also sage ich 19 von 900, das sind 0,021. Und jetzt, Achtung, Hundertstel, nochmal kurz, schreibe ich das mal hier hin. Wenn ich also 0,05 hinschreibe, dann heißt das, das sind 0,05, Achtung, das sind 5 Hundertstel. Warum? Ich habe hier zwei Stellen, also habe ich hier zwei Nullen. Kann ich vielleicht hier auch nochmal einen Link anbringen? Also, kann ich die Kommazahl umwandeln, ne, das hier in dem Link da aufgucken, kann ich die Kommazahl umwandeln und kann sagen, das sind 2,1%, das sind 3,6%. Woran das liegt und so weiter, ist alles schon gesagt, alles schon dargestellt, Our World and Data und so weiter und so fort. So, ich hoffe, dass wir jetzt ein kleines bisschen durch Hinschreiben gezeigt haben, dass Mathematik gar nicht so schwer ist und dass man also diese relative Häufigkeit dann auch sehr gut vergleichen kann, wenn man immer den gleichen Nenner nimmt, und zwar Hundertstel. Man kann auch andere Nenner nehmen, aber das hat sich so mal in der Welt so eingebürgert und es macht sich doch ganz gut, wenn man sagt, 2 von 100 sind verrückt oder böse oder lieb oder irgendwas. Ne? Habt einen schönen Tag. Unten in der Videobeschreibung steht, was wir alles machen, um den Wahnsinn der Welt ein bisschen vernünftiger zu gestalten. Und kommentieren könnt ihr dann hier in diesem Bereich, im linken Bereich, zu diesem Mathe-Thema. Und ja, die Links bringe ich jetzt an. Achtung, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung und wie komme ich zum Kommentarvideo? Also, dann habt einen schönen Tag und ja, vielleicht hat euch Mathe ein kleines bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch was. Tschüss.